Hallo zum Tageshoch vom 15. Februar 2023. Wir schauen hier, wie die Sterne stehen an diesem Mittwoch. Ja, und da haben wir die Sonne weiterhin im Zeichen Wassermann, Ende Wassermann. Und da ist natürlich klassischerweise immer Karneval auch. Und da haben wir jetzt ja zum Beispiel in Italien Karneval. Und das ist natürlich immer so diese Kraft von der Wassermannsonne, die Missstände aufzuzeigen, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Ja, und generell ist es so eine Zeit, wo sehr viel frischer Wind kommt, wo man ja in die Zukunft schaut, und die Sonne nähert sich jetzt hier Saturn, und dementsprechend gibt es vielleicht bestimmte Blockaden in der Entwicklung. Da gibt es vielleicht Hindernisse, die jetzt die Freiheit betreffen oder die Unabhängigkeit, den individuellen Ausdruck. Oder es geht vielleicht auch um Verantwortung, gerade bei Führungskräften. Da sind wir schon wieder beim Stichpunkt Berlin-Wahl, die ja immer noch in den Medien ist. Also die eingeschränkte Verwirklichung in einer Veränderung ist hier dargestellt. Und das Ganze ist ja auch noch hier weiterhin mit dem Merkur zu sehen. Merkur ist ja hier in der Spannung zum dunklen Mond. Und das zeigt natürlich auch weiterhin hier diese Debatte. Denn Merkur ist natürlich die Stimme, die Wahl auch. Und im Wassermann bringt das natürlich dann unruhige Zeiten. Also wenn man eine Wahl in so einer Phase veranstaltet, dann darf man sich nicht wundern, wenn dann Überraschungen bei rauskommen. Ja, und Merkur im Wassermann provoziert natürlich auch, und das Ganze in Spannung zum dunklen Mond. Das ist halt auch so genau dieser Effekt, den wir jetzt hier haben. Also der muss natürlich nicht so sein, aber der ist dadurch erklärbar. Also es gab ja bei der Berlin-Wahl den Denkzettel für Franziska Giffey, für die Bürgermeisterin von Berlin, die amtierende, und hat den Denkzettel anscheinend nicht verstanden und sagt halt einfach weiter so. Und die SPD ja auch unterstützt das Ganze, weil natürlich Berlin wichtig ist für die SPD. Ja, und die rot-rot-grüne Regierung sagt halt einfach weiter so, obwohl die Mehrheit der Wähler gesagt hat, nee, so nicht. Und das zeigt also genau diese Konstellation, denn der dunkle Mond beschreibt eine Unzufriedenheit im Volk, und das Ganze in Spannung zum Merkur. Und das erklärt die Protestwahl, aber das erklärt auch, dass hier einfach über die Stimme des Wählers hinweggegangen werden soll. Ja, und das ist im Prinzip alles so Teil des Aufwachprogramms, dass die Politiker nicht im Interesse der Bürger handeln, beziehungsweise dass das politische System oder andere Systeme, auch das Wirtschaftssystem und das soziale System, nicht mehr funktionieren, weil wenn man den Blick wieder von weiter außen ja, nehmen und das große Ganze uns anschauen, dann geht es ja darum, dass wir in einer Zeit leben, wo wir in eine neue Zeit kommen, wo wir neue Systeme bekommen, wo wir ein neues Bewusstsein erhalten. Und dafür muss man natürlich erstmal erkennen, dass man in einem schlechten System gelebt hat. Und das gibt ja immer noch viele Schafe unter uns, die fröhlich weiter auf der Wiese grasen. Ja, und genau, und auch zu diesem Aspekt passt hier die Konstellation oder die Meldung, dass das 49-Euro-Ticket, was ja angepriesen wurde und also als günstige Variante und wurde ja so sehr gehypt, dass das im nächsten Jahr schon teurer wird. Ja, also das ist natürlich auch wieder amüsant, dass man es nicht schafft oder nicht schaffen möchte, hier einen fairen Deal hinzubekommen. Und Merkur ist natürlich auch Symbol für das Verkehrswesen, für den Transport, für die öffentlichen Verkehrsmittel, für den Nahverkehr, Fernverkehr hier so. Also Fernverkehr ist eigentlich mehr Jupiter, aber also die Innerlandesreisen, also das ist natürlich dann auch Merkur. Und das sind beides, Merkur und Jupiter sind beides Reiseplaneten. Und erklärt sich dann dadurch hier, dass das hier auch wieder mit dem dunklen Schatten behaftet ist. Ja, was haben wir noch? Auch noch passend jetzt nochmal ganz kurz zu der ja, Handlungsweise von den Politikern in Berlin dort, aber natürlich auch von anderen, ist hier momentan die Konstellation von Venus-Neptun. Ja, spielt da auch eine Rolle. Also hatte ich ja gestern gesagt, passend zum Valentinstag. Also heute ist im Prinzip auch nochmal so eine Valentinstag-Energie. Also wenn man jetzt nicht
diese Spannung von Merkur zum dunklen Mond nimmt, die ja auch so Eifersucht bringen kann. Aber Venus Neptun ist halt auch so Schwärmerei und die Verliebtheit und kann also wirklich sehr, sehr schöne Zeit bringen. Aber wir haben Sonne Saturn, das bringt da so eine Ernsthaftigkeit hier in diesen Tag. Kann natürlich auch die Verwirklichung über einen Altersunterschied anzeigen. Das wäre dann eine andere Variante. Aber diese Venus-Neptun-Geschichte, um nochmal, wie gesagt, auf diese politische, ja, dieses politische Theater hier zu kommen. Venus-Neptun kann neben diesen ja, schönen und liebevollen Energien halt auch beschreiben, dass man wenig Wirklichkeitssinn hat. Also das ist dann nämlich die Begegnung mit der Illusion, ja, und das ist natürlich dann eine ganz andere Energie oder eine andere Form, wie sich das dann zeigen kann. Ja, was haben wir noch heute? Also Sonne natürlich weiter im Wassermann, wie gesagt, verabschiedet sich so langsam, darf hier nochmal so ein paar Reformen in eine Form bringen. Das wäre dann eine schöne Verwirklichung mit dem Saturn. Ja, und der Mond ist im Feuerzeichen Schütze und bringt also hier die Motivation, ja, durchzustarten. Es bringt so eine Risikofreude, bringt Lust aufs Reisen, bringt die Beschäftigung mit dem Ausland oder mit ja, Bildungsthemen. Und der Mond ist hier beim Mitternachtshoroskop, was ich hier mal nehme, um den Tag zu beschreiben, in Spannung hier zu Mars. Und das bringt ja so eine Gefahr von Familienärger oder Zielkonflikte innerhalb der Familie oder auch im Bereich des Wohnens. Also, dass man mit Immobilien oder im Wohnen hier vielleicht eine Auseinandersetzung hat, die hier aber auch den Lösungsweg anzeigt, denn Jupiter ist hier günstig damit verbunden und Chiron auch. Also, das heißt, wir haben hier die Lösung vielleicht über ja, Erkenntnisse, die im Detail stecken. Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass man hier vielleicht ja, wenn es jetzt im Bereich Wohnen eine Situation gibt, dann könnte es sein, dass man hier Unterstützung bekommt von Handwerkern. Oder wenn man in Bezug auf ja, Familienärger kann es also sein, dass man hier ja den Schlüssel findet über das Ausland, also oder das Reisen. Also vielleicht sagt man, plant man einfach eine Reise und geht so dem Familien-Twist aus dem Weg oder schlägt sowas vor. Also das sind natürlich verschiedene Varianten, die sich das hier zeigen kann. Also ein Neuanfang in Bezug auf Gesundheit kann hier auch eine Thematik sein oder Erkenntnisse, die die Gesundheit betreffen, können hier auch im Zusammenhang stehen mit Familienärger und auch da kann es vielleicht irgendwie Lösungsmöglichkeiten geben, dass man hier einen neuen Heilungsweg bestreitet. Ja, das sind so einige Dinge, die ich hier ansprechen wollte. Genau, also Sonne Saturn ist auch so ein bisschen Ernsthaftigkeit natürlich, hatte ich ja schon gesagt, aber ist natürlich auch so, gerade mit Venus Neptun, so eine, also diese beiden Konstellationen, wenn man die zusammennimmt, ist das auch so eine ja, Demut und ja, die Frage des Gewissens, die man hier dann auch nochmal mit dem Blick auf Berlin hier stellen darf. Also das ist ja etwas, was hier quasi nicht mehr in Mode ist, dass man ja vielleicht auch mal demütig sich verhält und vielleicht auch mal zurücktritt. Ja, auf jeden Fall sind das hier, wie gesagt, einige Themen. Genau, dann wollte ich noch unbedingt erwähnt haben, dass hier der Mondknoten genau in der Begegnung ist. Und der beschreibt hier die Chance, schicksalhafte Begegnungen zu haben. Oder auch, dass hier Vergangenheiten einen selbst betreffen, jetzt vergangene Erlebnisse, vergangene Bekanntschaften. Und oder es kann natürlich auch ein Zusammenspiel geben, dass man hier sich erinnert an die Vergangenheit oder vielleicht noch so ein bisschen verhaftet in der Vergangenheit ist und dann aber gerade neue Leute kennenlernt. Ja, und das kann also auch wirklich gerade eine schöne Liebe anzeigen, weil Venus und Neptun sind ja hier beide an der Spitze vom fünften Haus und das ist ja das Haus der Romanzen. Und zusätzlich ist es auch eine sehr schöne Energie für ja, Kreativität, für künstlerisches Wirken, für kulturelle ja, Begegnungen. Ja, und genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Mond und Mars sind hier auf der, diese Spannung findet statt hier auf der Finanzebene. Also es kann sein, dass man hier finanziellen Ärger hat. Das kann auch mit Versicherungen zusammenhängen, mit Banken oder mit dem Geld des Partners.
Und es kann natürlich auch mit der Arbeit oder mit Gesundheitsthemen zusammenhängen. Also, dass man zum Beispiel hier eine Rechnung hat, über die man sich ärgert, oder dass man hier vielleicht ja eine Unterstützung haben wollte von der Bank für eine Fortbildung. Also es sind natürlich wieder mannigfaltige Möglichkeiten, die natürlich aber im Kontext schon in eine Richtung zeigen. Ja, und dann haben wir als Aszendenten hier ja den Skorpion weiter. Also wir haben sehr tiefgründige Energien, die hier diese Tage beschreiben. Dabei geht es halt oft um Krisen, um Bindung, um vielleicht auch um Eifersucht oder um Verträge, die oder um ja Vorstellungen, die man hat. Und das Ganze in Verbindung mit dem Asteroid Karma bringt also hier nochmal diese Schicksalskomponente in das Gespräch. Also man spricht hier viel über Abhängigkeiten, über Bindungen, über Verträge, über Leidenschaften vielleicht auch oder über die Krise. Und das Ganze hier als Ergebnis mit dem MC im Löwen bringt also hier so eine Lebensfreude in diese Zeit, die wir natürlich auch irgendwo bitter nötig haben, aber bringt also auch natürlich in den Mittelpunkt, also Löwe ist ja auch so die Bühne, jetzt mit der letzten Dekade hier, die Widderdekade, bringt dann hier quasi den Krieg vielleicht auch auf die Bühne wieder oder Neuanfänge, die man selbstbewusst angeht. Und das Ganze hier mit der Sonne in Spann, also als Herrscher in Verbindung mit Saturn, bringt dann so eine Energie von Machbarkeit, Realität, also Veränderungen, die hier auf die Realität geprüft werden gerade. Ja, also wieder viel los. Dann hoffe ich, dass du hier einen wunderbaren Tag erlebst und diese ja, positive Kraft von Sonne und Mond, die ja auch so einen Optimismus und so einen Humor hat, in diese Zeit bringst. Bedanke mich für dein Interesse, freue mich natürlich wie immer über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Wenn du selbst Interesse an einer Beratung hast, dann kannst du mich einfach über das Kontaktformular anschreiben. Der Link ist hier unter dem Video. Dort findest du auch mein Angebot auf meiner Webseite apolloastro.de. Und ja, das ist einfach eine super Investition, so eine Beratung. Da kann man halt einfach sehr gut sehen, wie die Chancen stehen und egal wie düster es draußen aussieht, also das Horoskop hat natürlich immer irgendeine Lösungsform anzubieten und zeigt halt auch, wo die Schwerpunkte sind und das ist natürlich ein immenser Vorteil. Also, dann, wie gesagt, vielen Dank und wenn du morgen wieder dabei bist, freue ich mich natürlich und dann bis dahin alles.